Hallo ihr Lieben, ich habe heute nur wieder ein kleines Video für euch. Ich werde nur ein schnelles rotes Fullcover machen und dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ja, die Nägel habe ich schon vorbereitet und jetzt hier auch einmal dehydriert. Und weiter mache ich mit dem Haftvermittler ohne Säure von Hansenecouture. Und ja, ich werde euch natürlich auch wieder alle Produkte einmal unten in der Infobox verlinken. Weitermachen werde ich einmal mit dem Nature Couture Clear. Das ist eigentlich ein Sogaufgel, aber ich benutze es sehr gerne als dünne Haftschicht. Denn ja, Sogaufgele haben allgemein eine sehr gute Anhaftung an den Naturnagel und sind natürlich auch flexibel. Deswegen ist das mein absoluter Favorit unter den Haftgelen, gerade auch bei Problemkunden. Und ja, testet es einfach mal aus und ja, wenn ihr das Gel zu Hause habt, dann schreibt mir doch einfach mal in den Kommentaren, wie ihr das findet. Weiterarbeiten werde ich einmal mit dem Platinum Fiberglas Gel Dick. Das ist ein wunderbares Fiberglas Gel, welches keine Partikel enthält. Das finde ich richtig super, denn ihr könnt dann unter den Aufbau des Glitzer arbeiten, ohne dass euch dieser gewünschte Effekt verloren geht. Zieht sich auch wunderbar glatt, also hat einen super Honigeffekt. Und was ich richtig spitze an dem Gel finde, deswegen habe ich auch 50 ml hier rumstehen, dass es keine spürbare Hitze entwickelt. Also richtig toll, wer es hat, wird es lieben und deswegen arbeite ich auch sehr, sehr gern damit. Ich werde jetzt noch alle 10 Finger einmal fertig modellieren und dann auch in Form fein. Und dann machen wir weiter mit dem Fullcover. Dazu benutze ich heute das Red Secret von MAC Cosmeo. Ihr könnt wieder sehen, wunderbar deckend. Ich werde auch nur eine Schicht auftragen, denn das reicht vollkommen. Denn MAC Cosmeo Gele sind ja, wie ihr wisst, alle hochdeckend und von bester Qualität, also total toll. Und ja, zum Auftrag nehme ich den 4er Oval von Arretini. Den habe ich schon seit ca. 3 Jahren und ist immer noch mein kleiner Liebling.
Zum Versiegeln werde ich einmal von Brushit das Finish 1 Versiegelungsgel ohne Schwitzschicht verwenden. Das hat einen wunderbaren Nassglanz, das werdet ihr dann am Ende auch einmal sehen. So, ich bin nun einmal fertig. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das Ergebnis und euch hat das Video wieder gefallen. Ich sage dann schon Tschüss und bis zum nächsten Mal.